Ja, herzlich willkommen auf unserer Internetseite. Mein Name ist Michael Häusler und ich freue mich, dass Sie hier vorbeischauen. Bevor wir jetzt gleich mit den Voraussetzungen starten, die ein Automower braucht, um perfekt zu funktionieren, haben wir hier nochmal die ganzen Vorteile des automatischen Rasenmähers aufgelistet. Ja, der Automower arbeitet vollautomatisch, spart Ihnen somit kostbare Zeit. Ja, das heißt, Sie setzen den im März raus und holen den im Oktober, November wieder rein. Und der Rasen ist in dieser Zeit perfekt versorgt. Sie haben jeden Tag einen perfekt gepflegten Rasen, weil der Mäher mäht ca. 2, 3 bis 4 Mal die Woche, sodass eben die Rasenschnitthöhe oder die Grashalmhöhe immer dieselbe ist. So sehen Sie gar nicht, ob der Rasen jetzt einmal hoch oder nieder ist. Sie haben immer den gleich gepflegten Rasen. Sie müssen keinen Schnitt entsorgen, weil der Schnitt, durch das, dass er 3-4 Mal die Woche mäht, sehr kurz ist, wird gleichzeitig zum Dünger, sparen Sie also auch noch Dünger. Der Mähroboter ist energiesparend, bei ca. 1000 Quadratmeter braucht er ca. 5 Euro Strom pro Monat, kommt natürlich auch immer auf den Vertrag drauf an, aber bei 20 Kilowattstunden im Monat dürfte das ungefähr hinkommen. Ihr Mähroboter ist sehr anwenderfreundlich und leise. Er kann auch zum Teil nachts betrieben werden, weil man ihn wirklich nicht hört. Es ist der perfekte Rasenmäher für Allergiker, weil ja, sie haben mit dem Rasen einfach nichts mehr zu tun. Auch beim Automower zählt Sicherheit. Er ist PIN-Code geschützt, hat einen Diebstahlalarm und einen automatischen Messerstopp. Das heißt, wird der Automower angehoben, werden die Messer unten sofort gestoppt. Es gibt inzwischen 6 verschiedene Modelle vom Automower. Ein Modell hat eine maximale Flächenleistung von bis zu 6000 Quadratmetern. Ja, bevor wir mit den ganzen Sonderausnahmen und Sondervoraussetzungen für den Automower starten, hier einmal eine ganz simple Installation eines Automower 220AC ohne Suchkabel. Ja, so eine Installation kommt in ca. 50-60% der Fälle vor. Ja, Sie sehen hier das große L, das große weiße L ist die Ladestation. Von der Ladestation aus geht das Außenkabel um die zu mähende Fläche komplett herum und hier haben wir noch eine kleine Insel eingebaut. Ja, das kann ein Beet sein, das könnte ein Swimmingpool sein. Das ist einfach eine Fläche, die der Rasenmäher nicht mähen soll. Die wird ausgegrenzt hier. Von der Außenschleife fährt man Richtung Hindernis, einmal drumherum, wieder zurück und dann zurück zur Ladestation. Und innerhalb dieses geschlossenen Kreislaufes mäht Ihr Automower. Ja, das ist eine Standardinstallation hier. Ja, kommen wir nun zu den Voraussetzungen, die für eine perfekt funktionierende Installation des Automowers nötig sind. Zum einen brauchen Sie natürlich einen Stromanschluss mit 230 Volt. Dann schafft der Automower Steigungen bis 35%. Sind die Steigungen breiter angelegt, das heißt bis zu 4-5 Meter, sind auch 50% problemlos zu machen. Haben wir schon x-mal installiert. Dann kommen wir zu den schmalen Passagen. So, Sie sehen jetzt hier eine typische Installation für einen 230 ACX Automower. Die Rasenfläche ist mehr oder weniger dreigeteilt. Links oben ca. 25%, rechts oben ca. 25% und vor der Ladestation in der Mitte unten 50%. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass der Rasenmäher eben durch die Engstellen nach links und nach rechts oben durch muss. Dazu verlegt man zwei Suchkabel. Eins nach links, eins nach rechts. Somit hat man das Problem mehr oder weniger gelöst. Wichtig ist hierbei nur, dass er eine mindestens 80 cm breite Durchfahrt hat. Ja? Also die Engstellen hier müssen mindestens 80 cm breit sein. Dann funktioniert das problemlos. So, kommen wir jetzt zu einer typischen Automower-Installation für einen 220 AC mit einer Suchschleife. Auch hier sehen Sie, dass die Rasenfläche mehr oder weniger in zwei Teile geteilt ist. Im Gegensatz zur vorigen Installationsskizze sehen Sie hier aber auch, dass die Verbindung von der einen Rasenfläche zur anderen Rasenfläche eben nicht nur durch eine kleine Engstelle passieren soll, sondern hier muss der Mäher durch eine längere Passage durchfahren.
Ja, Sie sehen auch hier, das Suchkabel ist durch die längere Passage gelegt. Jetzt haben wir das Problem, dass der Mäher eben nicht nur von einer Rasenfläche zur anderen kommen muss, sondern dass er praktisch die Passage hier auch mähen muss. Ja? Und dass er genügend Platz zum Navigieren und auch zum Mähen hat, benötigt er hier nicht nur die 80 cm von vorhin, ja, um die Engstelle zu passieren, sondern wenn er die Passage mähen muss, dann muss die Breite der Passage mindestens 1,50 Meter betragen. So, das war jetzt das Thema schmale Passagen. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also wie gesagt, einfache Durchfahrt, mindestens 80 cm Breite, dass er da hervorragend durchfährt. Dann bei längeren Passagen, die gemäht werden müssen, braucht er mindestens 1,50 Meter Breite. Ja, wenn die Passage jetzt nicht gemäht werden soll, wenn es zum Beispiel ein Weg wäre oder eine Brücke, ja, dann reichen die 80 cm wieder aus. Wie gesagt, die 1,50 nur dann, wenn er die Passage mähen muss. So, kommen wir noch zu einer anderen Spezialität. Und zwar, wenn Wege oder Terrassenflächen die Rasenfläche kreuzen. Dazu aber nachher mehr in einer weiteren Installationsskizze. Wege mit Kies können selbstverständlich überfahren werden. Die Kiesschicht sollte dann aber nicht höher als 1 cm sein. Ja, wir haben hier jetzt nochmal eine kurze Skizze mit einer Überfahrt über die Terrasse. Die Terrasse schneidet hier auch den Rasen in zwei Hälften und der Mäher muss von einer Seite zur anderen kommen. Sie müssen wie in jeder Installation eben auch die Außenkabel hier verlegen. Und da die Durchfahrt auch hier sehr begrenzt ist, mindestens muss eben die Breite der Durchfahrt auch hier 80 cm betragen. Ja, die Außenkabel legen Sie unterhalb der Platten. Am besten wäre wohl ein Leerrohr. Bitte ein Kunststoffpanzerrohr nehmen und kein Metallleerrohr. Es wäre natürlich auch denkbar, wenn unterhalb genügend Sand wäre, dass Sie das auch in Sand legen. Das wäre auch denkbar. Wichtig natürlich, dass die Terrasse gleich hoch ist wie der Rasen, sodass der Mäher eben dann auch problemlos über die Terrasse drüber fahren kann. So, sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, dann steht einem Einsatz Ihres neuen Automowers nichts mehr im Weg. Sie können Ihre Rasenfläche dann komplett von einem Automower bearbeiten lassen. Die verschiedenen Modelle erlauben eine Einsatzfläche von bis zu 6000 Quadratmetern. Bei größeren Flächen, zum Beispiel Fußballfeldern, kann man jederzeit auch mehrere Automower miteinander kombinieren, sodass man fast jede Rasenfläche automatisch mähen lassen kann. Also ich sag mal, 90% funktioniert. So, Sie wissen jetzt, dass Ihr Automower auf Ihrer Rasenfläche einsetzbar ist oder dass Sie eventuell noch einige Veränderungen an Ihrer Rasenfläche vornehmen müssen, um den Rasen und die Schnittentsorgung in Zukunft komplett von Ihrem Automower übernehmen lassen zu können. Ja, das war unsere kurze Videopräsentation zu den Voraussetzungen, die ein Automower braucht, um perfekt zu funktionieren. Wenn Sie weitere Informationen rund um den Automower haben wollen, dann fahren Sie einfach rechts oben unser Prospekt bzw. unseren Newsletter an. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Gleichzeitig würde ich mich natürlich über einen kurzen Kommentar von Ihnen unten auf dem Blog oder auch über ein Facebook-Gefällt mir freuen. Vielen Dank, Ihr Michael Häusler.